Hallo zusammen. Ihr alle wisst ja, Bacon und Burger gehören zusammen wie die Butter aufs Brot. Und wir machen heute was Besonderes. Wir stellen den Bacon extrem in den Vordergrund. Wir machen heute den Monatsburger, unseren Barbecue-Bacon-Bums. Ich bin der Dirk Freiberger, Metzgermeister und Fleischsommelier und ich zeige euch, wie euer Bacon auf eurem Burger richtig bumst. So, wir machen jetzt einen richtig geilen Monatsburger, den Barbecue Bacon Bums. Dazu brauchen wir natürlich einen besonderen Bacon. Und da haben wir unsere Geheimwaffe Guanciale. Direkt aus Italien, aus Parma, luftgetrocknet mit einer schönen Pfeffernote und extra viel Fett. Als nächstes Südtiroler Bauernspeck. Hat eine schöne Kräuternote, dünn geschnitten. Was wir damit machen, zeige ich euch jetzt gleich. Zur Abrundung brauchen wir noch einen Appenzeller Käse, auch wegen was Kräftigeres, damit er gegen den Speck auch anhalten kann. Und zum krönenden Abschluss haben wir dann hier noch unsere hausgemachte Bacon-Barbecue-Soße mit kleinen Speckwürfelchen drinnen. So, jetzt legen wir aber los. Wir brauchen zuerst unser Guanciale. Das lassen wir am besten in der Pfanne aus, weil wir wollen natürlich den besonderen Geschmack auch auffangen. Schön goldbraune Chips herstellen und in dem Fett währenddessen schon mal die Brötchen von Hildes Backwut aufschneiden und dann in dem ausgelassenen Fett anbräunen. Das waren 3 Scheiben. Ist unser Fett natürlich dann auch für 3 Brötchen. Alles aufsaugen lassen. Da kommt nichts weg. Dann gleich die nächsten 3 Scheiben. Währenddessen können wir auch schon mal unsere Burger Patties auf die heiße direkte Hitze geben. Bei Speck ist jetzt wichtig, immer ein bisschen früher von der Farbe her rausnehmen, als ihr ihn am Ende haben wollt. Weil dadurch, wenn er in der Pfanne ist, dehnen sich die Zellen extrem aus und die Farbe wird heller. Wenn er nachher abkühlt, ziehen die Zellen sich wieder zusammen und er wird mindestens 1 Grad dunkler. Seht ihr, richtig goldbraunes, gelbes Gold haben wir hier. Richtig geil. Nach den Burgern können wir auch schon mal schauen. Da habe ich jetzt noch einen besonderen Zwischenschritt eingebaut heute. Die erste Seite wird angegrillt. Dann nehmen wir sie nochmal kurz runter. Nochmal kurz abkühlen lassen. Sind jetzt gerade extrem heiß. Einfach über Kreuz, um den Käse gewickelt und den Burger Patty unten noch schön festdrücken. In der Zwischenzeit ist unser Grill auch wieder schön heiß und jetzt geht es gleich wieder direkt auf die Hitze drauf. Für unsere Brötchen habe ich ein bisschen Salat vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber da drin geht es jetzt schon richtig ab. Der Speck schmilzt, der Burger ist jetzt auch gleich soweit. Zum letzten Finish geben wir jetzt dann auch unsere Speckchips nochmal kurz oben drauf. Nochmal eine halbe Minute ungefähr drinnen lassen und dann geht es auf die Burger drauf. Eure Barbecue-Soße schon mal vorbereiten. So, und jetzt runter damit.
So, jetzt muss ich mich natürlich dem Selbstversuch stellen und schauen, ob der Bacon auch wirklich in dem Burger so bumst, wie ich es euch versprochen habe. Also, aussehen tut er natürlich, naja, besser geht's kaum, aber das muss ich jetzt mal probieren. Wahnsinnig gut. Dieses Krosse von den Speckchips mit dem salzigen Kräuteraroma, der um den Burger rumkommt. Und dann zum Schluss die volle Ladung Fleisch. Hammermäßig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ja, ihr seid immer noch da. Schön, freut mich. Von mir kann man nicht genug bekommen. Deshalb abonniert meinen Kanal und schaut euch gleich das nächste Video an. Ich freue mich auf euch.